Unsere Botschaft wird überall gezeigt. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Ja, aber wir hätten zeigen das sollen, dass auch. Wir kampfbereit sind. Ja. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden, wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mörder zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Du magst Menschen zu gern, Josh. Vielleicht ist dir ihr Leben wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Die Szene ist ganz interessant. Die haben sich beim ersten Mal nicht so gestritten. Das war nur, weil wir den einen bei der Flucht erschossen haben. Ja. Dabei war das so gut für uns, dass wir den erschossen haben. Ja. Aber ich hätte die wirklich schon längst rausgeschmissen, ey. Mann, ihr so es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Ja, aber diesmal befreunden wir uns ja erstmal so richtig mit ihr an. Ja, trotzdem ist die immer ein. Ja, aber sie hat Hass auf die Menschheit, weil sie ja Sexspielzeug war. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Immerhin ist Noahs Gefährte. Soweit hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht gebracht. Darauf habe ich lange gewartet. Sie spritzt direkt los in Erde und alles. Was? Hier lang, schnell! Oh, jetzt nicht knutschen, das ist wunderbar. Ja doch, das würden sie uns auch nicht entdecken, wenn wir knutschen. Ist okay, sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Ja, tu ich doch immer. Ich passe doch immer auf. Ups, Polizei. Oh, da oben war eine Drohne. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Ja. Sicherheitskameras? Naja, zunächst. Genau, wir analysieren erstmal hier. Siehst du das Alarmsystem? Jo. Da ist ein Gitter hinter dem Glas. Das ist ein Gitter. Kommt man nicht so leicht rein. Ein Stückchen weiter runter ist die Kamera. Da. Ja, aber das Gitter hatten wir letztes Mal nicht gesehen. Jetzt einfach nicht, das ist gerade so interessant. Ja. Gefunden. Links war noch was. Ja, da ist, glaube ich, noch so ein. Das ist die andere Kamera. Nee, da war in der Mitte noch irgendwas. Ja, das ist aber nicht mehr. Sicher? Ja, ist nichts mehr da. So, warte, jetzt holen wir uns mal eben den Typen hier. Wo fangen wir an? Hier bei ihm. Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Du bist jetzt fein. Eine Überwachungsdrohne. Ja, genau. Wir müssen sie loswerden. Kommen wir noch schwer ran. So, Sicherheitssystem, ja. Das war. Ach ja, Drohne abfangen. Ja, machen wir auch gleich. Ich wollte gerade sagen, wir suchen jetzt bei Summi und mir gleichzeitig. Komplette Verwirrung.
Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Okay. Ich sag da mal nichts zu jetzt. ja. Warte. Sie sind hier eine Starter der Klasse 3. Dieser Beschluss wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie ruhig. Du solltest doch aufpassen. Ja, Entschuldigung. Pass auf, aber nicht vor. Das ist eine schriftliche Einladung, um in Deckung zu gehen. Ja, komm, wir sind immer noch Freunde. Oh, scheiße. Ah, nein. Das ist ja jetzt alles ganz anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Knutschen. Sie kommen, Marcus. Marcus. Ja, genau. Machen wir. Ja, ich glaube, so gut sind wir noch nicht befreundet. Was soll denn das? Hast du sie nicht mehr alle? Ja, entschuldige. Kommst waren im Anmarsch. Ich musste etwas tun. Genau. Mach das niemals wieder. Für die Sache. Kapiert? Ja, Entschuldigung. Wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit. Ja, war natürlich doof, ist klar. Ausgerechnet mit einer, die mit Sex-Androiden-Dasein abgeschlossen hat. Ja. Jetzt einfach auch noch zum Knutschen zu zwingen. Ja, aber Freunden gibt man ein Küsschen, weißt du? Ja, genau. Ja. Marcus! Marcus, komm her! Ja! Wandel den doch mal nach oben. Ja, ich bin ich ja. Der ist vorbeigerannt. Du bist schwach. Oh, Alter, sag mal bitte nicht immer. Ja, das wirst du wohl jetzt noch ein paar Mal hören. So, wo ist denn Noah jetzt? Wegversteckt. Da ist er. Was ist denn los? Sag mal! So, ach! Ruf mich aber nicht nochmal, wenn ihr Hilfe braucht. Echt? Mach mal da dein Dings da. Warte, ich mach den Scanner an. Ja, mach ich sofort. Ich wollte ihn lesen. Wir sind Ihnen überlegen, doch Sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Machen wir jetzt richtig Randale oder sind wir trotzdem noch friedlich? Ja, ich guck mal. Da hinten geht's los. Ja, noch sind wir ja nicht. Los geht's ja erst, wenn wir in die Dings reingefahren sind. Ja, aber ich meine, je mehr wir jetzt ringsrum machen, umso weniger Probleme haben wir nachher bestimmt. Das wahrscheinlich, ja. Gut, die in den Schaufenstern sind, glaube ich, für uns ja nicht wirklich wichtig. Es sei denn, ja gut, im Moment können wir ja ruhig reingucken. 275. Oh, 80, ja, 80. Achso, die sind, kann man die leasen? Achso, ah, nee, ach, nee, kannst du Klamotten für die kaufen, für Androiden. Vielleicht. Bald seid ihr bei uns. Genau. Ein bisschen gruselig. Gehst du shoppen? Kommt da so ein Android mit einem Pulli da? Da stehen noch viele. Hast du gesehen? Zwei. Marcus! Viele zwei. Marcus, komm her! So, was ruft sie denn jetzt schon wieder? Steht hinter mir, komm her. Ja. Sie ist etwas verwirrt heute. Mhm. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Natürlich. Dann würde ich mal sagen. Aber da waren doch noch mehr. Musstest du nicht jetzt erstmal ganz viele Sachen umwandeln? Ne? Nee, das kommt ja erst noch. Achso.
Worauf warten wir noch? Da, stopp. Erst sehen deinen Haushalt. Ja, nee, das machen wir. Aber der macht uns Alarm. Nee, der macht ja keinen Alarm. Oh. Glaube ich. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Ja, noch nicht. Nehme ich diesmal die Schere, damit sie nicht wieder ankommen können und sagen können, was würdest du nur ohne mich tun? Ja, genau. So. Du bist jetzt frei. Oh. Warum so? Auch Schokolade. Action. So, jetzt stört uns keiner mehr. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Schakalaka. Das könnte gleich etwas lauter werden. Jo. Hoffen wir doch. Mach die Bäume mit den Lichtern dran. Ja. Ist ja auch ein Rumpel. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Gut. Ich finde die voll gruselig, ey. Sie ist schon gar nicht mehr als Spielfigur irgendwie, weil der so echt aussieht. Ja. Kannst du dich ja nach vorne durcharbeiten. Ja, ich glaube, ich gucke erstmal hier, weil da ist nämlich sie selber. An North, ja. Ihr Dream Partner. Ja. Obwohl, noch kann ich sie darauf wohl nicht ansprechen, okay? Aber ich wäre vorsichtig, weil die zickt ziemlich. Also meinst du, die soll ich nicht aufwecken? Vielleicht kein Traumpartner. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Du mich auch. Ich finde dich süß. Das wäre mein Android. Ja, die steht ja da mehrfach noch mehr stand. Upsi. North, alles okay? Oh. Und die zwei Wege freigeschaltet. Mhm. Na, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Boah, ich bin zwei von der an der Backe, ey. Okay, alle umgewandelt. Sieht so aus, wa? Ja. Echt? Ja. Ja. Jetzt steigen wir auf den Tisch, der eigentlich eine Pappschachtel ist. Hm.
Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Ja, du hattest zwei. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Ja. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ja, da wie doof der gucken würde, wenn die sich jetzt alle umdrehen. Jo, hau rein. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir. Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. So, wir fangen mal mit was relativ sanften an. Ich will erstmal gucken, ob das extreme Auswirkungen hat, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Bänke kaputt machen. Ja. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Ja, toll. Ja, komm, wenn, dann müssen wir jetzt auch mal was, müssen wir was Neues bieten hier. Ja. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist jetzt mal auf eine große Scheibe? Alter Schwede. Oh. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Das ist schön. Wenn dran da drin, richtig. Ja. Hat er die Stange, oder? Die Stange hat er ja nicht dabei gehabt, oder? Die hat er jetzt. Nee, die hat er jetzt. Aufbrechen. Oh mein Gott. Was das kostet. Morse ist, glaube ich, zufrieden mit uns. Ja. Ah, guck mal, was können wir denn noch machen? Dafür werden wir überhaupt gleich bestimmt nicht nur fahren, sondern alle erschossen. Ja, geht doch! Stromausfall, Stromausfall. Ja. LB. Ach, das ist doch viel hübscher so. Schöne Deko ist noch an. Ja. Sehr hübsch. Ja, okay, hier nach oben, das finde ich sehr beeindruckend, deshalb machen wir das mal. Ja. Oh mein Gott. So. Bisschen, ja. Ei, ei, ei. Wähle unser Symbol. Jetzt, um das X nehmen, jetzt machen wir das A. Das, das X, okay. Nee, oder B. B ist die Faust. Das ist halt diese kämpferische, oder? Ja gut, nehmen wir das mal. Oh mein Gott, ich bin aber nicht schuld, wenn alle sterben. Ja, doch. Jetzt haben wir endlich die Schuldige. Oh mein Gott! Ei, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie lächelt. Ja. So kann man sie besänftigen. Ja. Mit Gewalt. Genau. So, achso, ein Auto kaputt machen können wir auch noch. Okay. Umwerfen. Ach,
Ich helf dir. Gut, das ist... Oh, warte. Das habe ich jetzt gerade verkackt. So, nochmal. Markus. Gewalt ist die einzige Sprache, die sie versteht. Was haben wir denn jetzt her? Oh mein Gott. Das ist eine Bombe. Was? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, keine Wahl mehr. Ja, geil. Oh, Brandbombe, okay. Molotov-Cocktail, was? Ich glaube, wir haben mal ganze Arbeit geleistet. Oh, wir müssen die Statue noch kaputt machen, das ist noch wichtig. So, zerstören, natürlich. Wir werden nie wieder Sklaven sein. Ja, Nors gefällt das. Und sie folgen mir, also alles gut. War noch irgendwas da? Da hinten sind dann noch Sachen. Oh, okay. Ach, das ist aber ein schönes Bild. Oh, ja. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Markus. Markus. Markus, was ist los? Was? Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Jetzt werden die Menschen uns zuhören müssen. Sie werden Angst haben und Angst führt zu Hass. Lieber Hass als Gleichgültigkeit. Ja, Markus, du musst doch jetzt auch dazu stehen. Du warst das doch, der das gemacht hat, nicht ich. Feuer! North! Was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Der Werwolf. Der Werwolf. So, was ich jetzt nicht... Also, das habe ich ja vorher schon gesagt. Wir werden nicht absichtlich Menschen töten, wenn es nicht sein muss. Ja. Das heißt, in diesem Fall auch nicht. Genau, wir werden den Polizisten nicht umbringen. Genau. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Markus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Das wäre natürlich jetzt die ultimative Badass-Spielweise, den jetzt abzuknallen, nee, oder die beiden. Ja, ich will das ja auch nicht. Verschonen. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Nee, überhaupt nicht. Ich hab den ganzen schon gut randaliert. Ne? Ja, das war ja keine Vergeltung. Nee. Das war einfach so. Ja, aber ich glaube, es war mal ganz gut. Wir unterbrechen diese Übertragung. Ja, ich bin gespannt auf die Nachrichten. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt.
und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren... Ey, oh, Gast! Wüten noch immer Brände. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns... Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Yes. Errungenschaft freigeschaltet. Brenne alles nieder. Oh mein Gott. Ja. Ja gut, muss da auch mal sein. Ich gebe zu, das ist ein bisschen ausgeartet dann. Wenn man einmal so drin ist. Ja, eben. Da kann man sich mal leicht verlieren. Ja, vielleicht müssen wir dann nachher noch was für die Öffentlichkeitsarbeit tun. Ich glaube, bis zum Ende können wir das nicht durchziehen, weil dann wird uns keiner mehr mögen und alle werden uns nur töten wollen und das wird wohl nichts. Achso, das wollte ich ja mal eben... Für die Schadensbegrenzung ist Alex hier zuständig. What? ja, nur zerstört die Drohne. Okay. Von Drohne entdecken lassen waren nur 14% und wir waren dabei. Kuss vortäuschen 15%. Polizei nicht alarmiert 89%. Okay. Was sind wir denn da? Statue zerstören 8%, Haltestelle zerstören 3%, Auto umwerfen 8%, Fenster zerstören 4%. Das sind alle sehr friedlich, die Leute. Mhm. Was ist denn los mit euch? Aber wir wollten das so. Wir wollten es so, ja. So, Polizeistreife 65% haben die Polizisten verschont. Das heißt, es waren tatsächlich, obwohl es gab ja noch die andere Möglichkeit, nicht zu entscheiden. Aber dann waren trotzdem ein paar, haben sich schon gedacht, warum nicht? Oh, 11% gewalttätigen Aufstand angeführt. Eieiei. Ja. Aber es sieht schöner aus, das Bild, als unten. Finde ich auch. Also macht viel mehr her. 10% aggressivische Boden. Aggressivisch. Ja. Achso, genau, da wollte ich noch eben nochmal hier oben in der Ecke gucken. Da steht das immer so schön. Öffentliche Meinung gehasst. Jericho Anführer. Nors Gefährte. Josh neutral. Simon Gefährte. Simon. Also gut, das sieht ja noch okay aus mit den Nallen da. Das ist ja nicht das Problem. Okay.